So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollen uns heute kurz zurückmelden. Eins steht ja noch aus, wir haben ja vorgestern den coolsten Gen 5 Starter gezeigt. Dann gestern gab es den hässlichsten Gen Starter und heute gibt es den süßesten, den niedlichsten Gen 5 Starter. Meiner Meinung nach, Meinungen sind wie immer verschieden. Ihr könnt natürlich eine ganz andere Reihenfolge haben, aber ich habe das ja für mich erklärt. Aber vorher noch kurz, Go Games hat wieder mal einen Artikel veröffentlicht. Diesmal ging es um das neue Buddy Feature, was jetzt auch schon angepriesen wird, Werbung dafür gemacht wird. Wir sind natürlich gespannt, was es damit auf sich hat. Es gibt natürlich noch mehr Infos, News, alles Mögliche. Diese Werbung, die wieder mal mit Team Rocket zu tun hat. Was ist da mit Giovanni? Was ist sonst was? Kommt Rotom, neues Pokémon in diesen ganz vielen Formen, die es da beinhaltet. Dann diese Bannwelle, die es auch gab. Darauf wollen wir aber auch nicht eingehen. Wer da kein China-Handy hat und nicht betroffen ist, der wird davon vielleicht eh nichts mitbekommen haben. Wer betroffen wurde, das tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was da wirklich los war. Ging alles irgendwie an mir vorbei. Die Woche war stressig genug. Jetzt wollen wir nur mal kurz auf das Buddy-Feature hier, was die dazu schreiben. Also in der Werbung wurde irgendwas angekündigt, dass es da hieß, wir scrollen mal durch, schnapp dir deinen Kumpel und spiele jetzt. Entwickel deinen Kumpel, spiel mit deinem Kumpel, laufe mit deinem Kumpel. Also den entwickeln konnte man schon immer. Dann war es halt ein anderer Kumpel, nämlich die Entwicklung, mit der ihr dann gelaufen seid. Gelaufen seid ihr ja schon immer. Spiel mit deinem Kumpel. Was gibt es da? Was kann man da machen? Angeblich wird man den Buddy auch irgendwie füttern können. Man kann ihm also dann auch Bären geben, die Bären, die er sonst immer in die Arenen reinsteckt, um die Motivation hochzuhalten oder um Sternenstaub zu farmen, weil das ja so richtig krass abgeht, wenn ihr dann eine Bäre in die Arena reinfüttert. Aber nun könnte man dann auch Bären an die Buddies verfüttern. Zu welchem Zweck das ist, weiß man nicht. Ist auf jeden Fall interessant, dass das Buddy-Feature nochmal verändert wird. 3 Jahre ist es jetzt schon im Spiel. Steht hier auch dabei. Wir sind also gespannt, wie das Buddy-Feature noch verbessert wird, noch verändert wird, was da wieder dazukommt. Jetzt aber zum eigentlichen Thema von heute. Mein Handy hat sich aufgehangen. Und dann startet es wieder neu. Das liebe ich immer so. Aber natürlich wollen wir heute also Otaro entwickeln. Den meiner Meinung nach süßesten Gen 5 Starter, weil der einfach so traurig guckt. Erinnert mich immer an Grumpy Cat. Bevor wir das aber machen, wie perfekt ich das wieder getimed habe, dass ich fertig bin mit dem Reden und da die App auf ist, wollen wir uns noch den Feldforschungsdurchbruch für heute abholen. 1. Oktober, bald ist Halloween. Wir drücken mal wieder kurz durch, haben hier ein Makuhita, das fangen wir schnell, holen dann den Feldforschungsdurchbruch ab und gucken, da ist ja wieder mal Evoli mit Blumenkranz drin, ob wir diesmal ein Shiny Evoli mit Blumenkranz bekommen, wovon ich bestimmt schon 5 Stück weggetauscht habe, weil die mir eigentlich... ich uninteressant finde, sage ich mal dazu. Wir gucken trotzdem aber mal. Und vor allem, ob wir einen Einhaltstein bekommen. Nein, 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 nichts. Denn den Sinnoh-Stein gab es ja immer aus der Forschung, aus dem Durchbruch. Und jetzt gibt es also auch den Einhallstein. Wie heißt der eigentlich? Einhall? Auf jeden Fall braucht ihr den ja, um kontinentalen Max, Veggie-Mag, Grill-Mag, Soda-Mag zu entwickeln. Oder eben auch Lichtel komplett zu entwickeln. Ich habe jetzt keinen bekommen, habe auch, glaube ich, noch keinen im Inventar und gar nichts. Leute haben mir schon berichtet, dass sie einen bekommen haben beim Durchbruch. Bäm, das Evoli ist auch nicht shiny. Wieder mal der letzte Dreck. Das fangen wir aber mal kurz weg. Können wir dann gleich verschicken, da haben wir wieder Platz im Beutel. Und entwickeln dann natürlich noch Otaro. Was kam bei eurem letzten Feldforschungsdurchbruch raus? Zufällig Evoli. Und habt ihr ein Shiny Evoli aus dem Feldforschungsdurchbruch bekommen mit Blumenkranz? Hey, das ist eigentlich recht gut, oder? 15 Angriff, 14 Verteidigung, 14 KP. Das kann man mal wegschicken. Ja, ich heb's jetzt erstmal auf in dem Moment, aber das werde ich trotzdem irgendwann wegschicken. Otaro. Werde nämlich nur das Evoli mit dem höchsten Level behalten und da es die ja damals auch wild gab, gibt es da sicherlich eins, was über Level 15 ist, da die aus der Forschung immer nur Level 15 haben. Otaro seht ihr hier, da habe ich einige mehr gefangen. Richtig krass, wie das da abgeht. Aber auch wieder ein paar Sonderbonbons, den einen hatte ich mal als Buddy, deswegen habe ich den 8.10er 18 Uhr genannt.
ist natürlich noch nicht so weit und bevor der 8.10. kommt, ist morgen am Mittwoch wieder legendäre Raid-Stunde, der 2.10. Deswegen alle Abonnenten, alle Zuschauer, alle Freunde, die mit mir bei Pokémon drin sind, vergesst nicht morgen kurz vor 18 Uhr euer Glücksei zu zünden. Ich werde morgen wieder 20 Leute öffnen und die dann mit ins Video reinpacken, alle die zu besten Freunden oder Hyperfreunden aufgestiegen sind. Immer Mittwoch zur legendären Raid-Stunde, macht deswegen jetzt meistens auch nur noch einen legendären Raid, weil Giratina braucht man nicht, ist nicht so unwichtig, geht's nur um das Shiny. Da werde ich aber Pässe sparen, den Freien wegmachen, trotzdem die Levelaufstiege machen, dazu eben ein Video dann, dass man sieht, wer da alles dabei ist. Da freuen sich einige sicherlich, wenn die im Video gezeigt und genannt werden. Jetzt haben wir hier das höchste Otaro und guck doch mal, schon alleine der Blick und der Mund dazu, die Schnute, das ist einfach so niedlich, das würde ich mir sogar als Tattoo stechen lassen, wenn ich wüsste wohin, da der Platz auch begrenzt ist. Wir drücken mal drauf, da schimpft es nämlich und guckt ganz böse. Das entwickeln wir jetzt aber erstmal. Der Pokémon-Experte ist heute leider nicht da und wir entwickeln deshalb Otaro zu... Du musst der Ramses warten, denn der kennt ja die gar nicht. Der kennt immer doch nur die erste Generation, den Rest nicht. Boah, jetzt sieht es schon wieder nicht mehr so niedlich aus. Jetzt sieht es aber einfach noch deutlicher aus wie eine Katze. Einfach nur, wenn das eine Katze sein soll. Zwotronin. Was ist das für ein Name? Junge, jetzt weiß ich schon, warum das andere das coolste ist, wenn ich mit dem Namen schon nichts anfangen kann. Oh, ich meine, das Design an sich ist okay, sieht auf jeden Fall interessant aus, aber Zwotronin, wenn man es so ausspricht, wird natürlich nochmal weiterentwickelt, hat noch eine Stufe vor sich. Ihr seht, heute ist es richtig düster draußen und wir haben ein Einhorn. Boah, das sieht aus, als hätte es einen Backfisch auf dem Kopf, Alter. Oh, was soll das sein, Mann? Admurai, das ist doch der Bruder von Suicune. Jetzt wissen wir's, der Bruder von Suicune ist am Start, diesmal sogar männlich, da würde das also auch passen. Nicht wie die Schwester von Milotic, was wir gestern hatten, aber König Barbarossa, meiner Meinung nach immer noch das heftigste von den Gen 5 Startern, wenn ihr das durchentwickelt habt. Floink ganz süß, Otaro richtig süß, sogar noch niedlicher als Floink, weil es eben so traurig guckt. Aber Serpifeu, damit kann ich wirklich nichts anfangen. Das ist vielleicht elegant und edel und hübsch, aber ich finde es hässlich. Admurai, okay, ist wenigstens brutal und böse, aber ich finde immer noch, Flambirex ist das heftigste, das dopeste, das coolste. Admurai also jetzt der niedlichste Gen 5 Starter. Wenn man sich nicht die Endentwicklung anguckt, da ist es nämlich nur ein Suicune mit einer Backfischmütze. Habt ihr auch einen Suicune mit einer Backfischmütze entwickelt? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr einen Admurai? Habt ihr Otaro gefangen? Und was ist euer Lieblingsstarter der 5. Generation? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.